Hallo, hier ist wieder euer Weehawk LP. Irgendwie hat das mit der Aufnahme nicht hingehauen, deswegen sind wir schon mitten im Kampf gegen C17. Ich wollte das jetzt aber nicht extra nochmal neu starten. Wir haben schon ganz schön viel Energie verloren. Denn bisher... Oh, ihr seht das schon. Läuft das nicht so wirklich gut. Oh, was ist denn jetzt schon wieder? Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Entschuldigt. Also ihr seht schon... C17 hat ordentlich was auf den Kasten. Und ich habe schon wieder so ein Trainings verloren. Also es ist nicht immer so leicht. Ich habe das wirklich ein paar Mal geübt jetzt. Und es hat ja auch in einem Part hat es ja schon mal geklappt mit diesen Sprintattacken. Aber irgendwie, es klappt noch nicht immer. Dabei bewege ich diesen Stick, wie es gesagt hat, immer so hin und her. Und trotzdem will es nicht so wirklich. Aber gut, dafür wird C17 nun bezahlen. Jetzt habe ich es wieder drin. Jetzt habe ich in den Kampf reingefunden. Eben lief das ziemlich übel. Aber jetzt werden wir diesen Cyborg ein für alle Mal in die Schranken weisen. Stirbt... Stirbt C17 und bam. So, geht doch. Mann, lief schon mal wieder beschissen direkt zu Anfang. Aber gut. C17 hätten wir damit auch außer Gefecht gesetzt, aber die Zukunft hält ja noch einen weiteren Gegner für uns bereit. Und zwar... Ach, Moment. Dank seines... Oh, Entschuldigung, musste aufstoßen. Dank seines Trainings besiegt Trunks die Cyborgs ohne Probleme. Einen Gegner gibt es noch. Die Cyborgs sind vernichtet. Und die Erde scheint gerettet. Doch da ist noch ein Gegner, den es zu bezwingen gilt. Ihr könnt euch sicherlich denken, wer es ist. Es ist... nicht Yamchu, so viel kann ich verraten. Hallo Yamchu. Nein, du bist es nicht. Das wüsste ich. 3 Jahre sind vergangen. 3 Jahre seit der Niederlage der Cyborgs. Und noch ein Kampf. Und ein Kampf bleibt noch, um Cells Ambitionen endgültig zu begraben. Na dann, besiegen wir Cell, bevor dieser sich in Ultra Perfect Super Mega Hammer Cell verwandelt. Und dann ist die Welt endgültig gerettet. Ready? Ha! Ah. Kleiner Mini-Cell wird aufmüffisch. Ja, ihr könnt das mittlerweile echt gut kontern. So, jetzt aber. Aber wenn ich es schnell genug mache, habt ihr keine Chance. Na, was sagst du jetzt? Ah, glaube ich das denn? Dich besiege ich auch ohne meine Super Saiyajin-Form. Zeit für einen ultimativen Finisher. Zeit für Finish Buster. Na super. Da will man einmal wieder einen Finisher zeigen. Oh Gott. Da habe ich jetzt mies reagiert. Aber wie gesagt, ich brauche die Super Saiyajin-Form nicht, um Cell zu besiegen. Der haut ja auch immer voll daneben. Wir können jetzt auch stundenlang so weitermachen, Cell, wenn du willst. Aber es wird dir nichts nützen. Oh, Schlag in die Magengrube. Das ist sehr schade. Weg mit dir. Okay. Schluss jetzt, Cell.
ich bin noch lange nicht am Ende. Ich werde dich fertig machen. Ja. Verdammt. Oh Gott. Nimm das! Muss auch mal sein. Und? Oh. Ja, damit habe ich jetzt wirklich gerechnet, also. Hoppala! Oh, der kleine Selve tatsächlich aufmüpfig! Scheiße, im Moment wird er wirklich stark. Und jetzt! Das war's. Und wie angekündigt, ohne Super Saiyajin-Form. Oh mein Gott, das war's. Wir haben die Erde gerettet und eine neue Saga freigeschaltet. Bojack! Außer Rand und Band. Bojack, ein Gegner ähnlich wie Broly, so viel kann ich sagen. Hallo Yamchu. Du hast Broly ja besiegt, wir erinnern uns. Wirst du es auch mit Bojack schaffen? Naja, egal. Cells Pläne sind für immer vereitelt. It's all over. Thanks, Goku. Thank you, everyone. Trunks, Bulma and the other survivors of the future can finally live in peace. And should a new evil threaten this world, Trunks will be ready to defend it. Na, wenn das so ist. Hey, ich bin Son Goku, ja! Okay. Bojack, außer Rand und Band. Das große Kampfsportturnier beginnt. Beginnt? Beginnt. Schöner Schreibfehler. Bojack ist zur Erde gekommen. Eine neue Schlacht beginnt. Level 2. Bojack ist nämlich ein verdammt heftiger Gegner. Ihr habt gesehen, ich habe gegen Broly in Level 2 verloren. Das könnte auch mit Bojack passieren. With Cell defeated, the Z-Fighters have decided to test their skills at the World Martial Arts Tournament. But in the midst of the action, Bojack and his henchmen have appeared, announcing their plans to take over the world. Despite their fiercest efforts, the Z-Fighters have proved no match for Bojack's minions. But, spurned on by the memory of his father, Goku, and his noble sacrifice against Cell, Gohan has at last cast aside his inhibitions and allowed his true power to come bursting to the surface. Na dann! Eine schöne neue Saga. Zeit, sie zu beginnen. Oh mein Gott, es ist Future Trunks! Was auch immer der schon wieder hier macht. Er ist immer dabei. Völlig egal, um was es geht. Da kennt er nichts, unser lieber Future Trunks. Und Yamchu, der ist sowieso immer dabei. Einige Zeit ist vergangen, seit Son Gohan Cell besiegt hat. Ein neues Kampfturnier wird geplant, finanziert von dem berüchtigten Milliardär. XS Cash. Schön. Für den Gewinner 100 Millionen Seni, eine Traumreise und ein Kampf mit dem Champion selbst, Mr. Satan. Die Z-Kämpfer melden sich an, um ihre Fertigkeiten zu testen und um die Kohle einzuheimsen. Son Gohan erreicht mühelos das Halbfinale, aber wer wird sein nächster Gegner sein? Der zweite Kampf im Finale findet zwischen Trunks und Tenshin Han statt. Trunks, don't even think about holding back on me. Right, let's go. Wieso findet das Turnier auf der Insel statt? Einfach so auf dieser Insel, ohne Ring oder gar nichts. Aber gut. Wir müssen leider gegen Tenshin Han kämpfen. Aber was heißt hier? Leider, also Tenshin Han hat's ziemlich drauf, den dürfen wir nicht unterschätzen. Kiku-Kanone ist etwas, was man kaum ausweichen kann. So ein weiteres. Ha! Komm, Tenshin Han, streng dich ein bisschen an.
Super. Ach, Tenshin Han. Komm. Wieso bewegst du dich nicht? Das ist nicht Level 1. Was machst du denn da? Nimm einfach das. Ja, das hast du jetzt davon, Tenshin Han. Echt mal. Mann, das war jetzt mal mehr als mühelos. Komm schon, wir wollen dich kämpfen sehen, Alter. Mann. Das war enttäuschend. Also Tenshin Han, da hätte ich mehr erwartet. Das war ja mal richtig mühelos diesmal. Das hätte ich vielleicht sogar in Level 3 geschafft. Aber man weiß nicht, in Level 3 läuft alles wieder völlig anders. Das kann man nie verallgemeinern. Nach einem harten Kampf geht Trunks als Sieger hervor. Ich wollte gerade sagen, reicht die Klappe nicht so offen, kriegst du eine Maulsperre, Tenshin Han. Nach ihrem packenden Kampf verabschieden sich die beiden Z-Kämpfer mit großem gegenseitigen Respekt. Tja, wenn das so ist. Schön, dass sie diesen Kampf aufgegriffen haben. Nette Idee. Krillin! Hey, alte Glatze, Mensch, du auch wieder da. Und Yamchu, du sowieso. Das dritte Halbfinale wird zwischen Krillin und... Drittes Halbfinale? Was? Es kann nur zwei Halbfinals geben. Egal. Show me what you can do, Piccolo. You're acting like I won't even be a challenge. Na super, wir dürfen gegen Piccolo kämpfen. Wado. Und das mit Krillin. Naja, solange Piccolo hier nicht auch so viel Energie hat wie bei meinem Charakter, ist, denke ich, alles okay. Ja, Gott sei Dank nicht. Das wäre ja auch ein bisschen hart gewesen. Och, visier ihn doch. Na, sprinte nicht weg. Oh, der hatte ich schon längst anvisiert. Ja. Das sieht mir jetzt mal super. So. Und. Es hieß, man könnte sich auch zweimal hinter ihn teleportieren, aber irgendwie gelingt mir das noch nicht so. Also muss man ja wirklich extrem schnell anscheinend für sein, damit das mal hinhaut. So, gespreizter Energiestrahl, stirb Piccolo! Oh, shit. Das war keine gute Idee. Aktuell liegen wir hinten, das müssen wir ändern. Und tschüss! Na, Piccolo, wie sieht's aus? Komm, streng dich an. Dann nehmen wir halt das Kamehameha. Zeit zu gehen, Piccolo! Und du bist ausgeschieden aus diesem Turnier. Deine Träume, ja, wirst du niemals verwirklichen können. Traum endet hier, Piccolo. Krillin ist der neue Sieger, der Weltherrscher. Genau. I thought there might be some fighters here with actual ability. I was wrong. I'm not going to waste any more of my time. Von Krillins jämmerlichem Gehabe angewidert, verlässt Piccolo den Ring. Da Piccolo aufgegeben hat, wird Krillin zum Sieger erklärt. Wow! Mensch, na sowas. So erreichen Trunks, Krillin und Son Gohan das Finale. Obwohl er selbst schon ausgeschieden ist. Wie immer beim großen Turnier, der arme Kerl. Bleibt Yamchu, um seine Freunde anzufeuern. Was ist das für eine Anfeuerung?
He's a Yamcha. So Leute, ich würde sagen, das war's für diesen Part. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es mit der Bojack-Saga erst so richtig losgeht. Bis dann, euer WeHawkLP und euer Krillin.